Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Juri Nickersdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig, natürlich trüb. Gösser Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Egal welches Modell von Ford Sie ins Auge fassen, bei Ford Huber Kapfenberg sind Sie da schon mal genau richtig. Mein Name ist Franz Hofer, ich bin Verkaufsleiter im Autohaus Huber Kapfenberg und für die Marke Ford zuständig. Besprechen Sie mit ihm Ihre Wünsche, Ihre Vorstellungen. Ford ist eine Idee weiter. Am besten, Sie kommen zu einer unverbindlichen Probefahrt. Dann wissen Sie es. Ford von Huber Kapfenberg. So ein Sauwetter, sagen die Leute. Immer Regen, nichts zum Boden gehen. Aber Boden gegangen sind die Laminger und die Dragösser Fußballer beim Meisterschaftsstart. 3 Spiele gespielt, keinen Punkt noch eingefahren. Aber heute im Derby Laming gegen Dragöss, da soll es endlich mit dem Punktezuwachs klappen. Beide Teams sind nach dem Meisterschaftsfehlstart hungrig auf Punkte. Über 300 Zuseher bei diesem Derby mit dabei. Da gibt's natürlich echte Volksfeststimmung. Der Schiri heute Daniel Stoiber aus Graz. Laming spielt in Grün, Dragöss in Orange. Nach Eckball Laming gibt's kurze Dragöss-Abwehr. Die Gäste bringen das Leder nicht richtig weg. Silava kommt zu Schuss und trifft zum 1:0 für Laming in Minute 5. Guter Laming-Auftakt. Die Matz-Truppe bleibt dran, kommt dadurch Max Voller zu tollem Sitzer. Eberdorfer im Dragöss-Tor verhindert gekonnt. Das Match nimmt nun an Härte zu. Griesmeier bekommt da nur eine Verwarnung nach Vergehen an Polarus. Der Laminger Patrick Bichler versucht's mit gutem Freistoß. Da hat nicht viel gefehlt. Nach Dragöss Ballgewinn gibt's tollen Dragöss-Konter. Christian Polarus zündet den Turbo, läuft auf und davon, macht das 1:1 für Dragöss. Tolle Polarus-Aktion, schönes Tor. Die Laming-Defensive hat da nicht eingegriffen, den Sturmlauf nicht unterbunden. Nach dem guten Laming-Beginn hat sich Dragöss gut erfangen, vergibt er eine gute Einschussmöglichkeit. Kurz vor der Pause sind nochmals die Gäste dran. Nach schnellem Konter Hannes Polarus in der Vorwärtsbewegung spielt er auf Ebner und Christoph Ebner stellt auf 2:1 für Dragöss. Mit der Dragöss-Führung geht's in die Pause. Beide Mannschaften haben den Fans in Hälfte 1 einiges geboten. Rasse und Klasse. Lust auf 2 Thermenkarten der Therme Aqualux Fenster? Ja, gerne. Weißt du was über die deutsche Bundesliga? Ich frage dich, wer ist da Tabellenführer nach 2 Runden in der deutschen Bundesliga? Leverkusen, glaube ich. Ja, und Leverkusen hat einen guten Trainer, wie heißt der? Roger Schmidt. Wo hat der in Österreich gearbeitet? Salzburg. Salzburg ist gut. Und weißt du dann noch, wer ist Zweiter, Dritter, Vierter in der deutschen Bundesliga momentan? Zweiter Paderborn, Dritter Hoffenheim, Vierter Köln. Ja, und Köln hat einen österreichischen Trainer, wer ist das? Der Peter Stöger. Peter Stöger ist richtig. Ja, und die Kölner haben ein tolles Maskottchen, das ist ein Geißbock. Geißbock? Okay. Ja, darum heißt es auch die Geißböcke. Ach so. Okay. Ja, aber du warst gut drauf und du hast mit deinen Antworten die 2 Thermenkarten gewonnen. Gratulation. Danke. Freuen wir uns auf eine tolle zweite Halbzeit. Laming vergibt da gleich 2 hochkarätige Tormöglichkeiten. Voller hebt nach Stangelpass übers Tor.
Laming will den Ausgleich. Da geht's im Dragöll-Strafraum. Patrick Eberdorfer verhindert, wirft sich ins Getümmel im Dragöll-Tor. Die Matz-Truppe lässt nicht locker, findet damit Pass ein Loch in Gästeabwehr. Patrick Bichler stellt aus spitzem Winkel auf 2:2. Alles wieder offen in diesem Spiel. Nun geht Schlag auf Schlag, Torjubel bei Dragöss, Hochsteiner bedient Moser, der macht das 3:2 für Dragöss. Mit Toren wird nicht gegeizt heute. Die Gäste können sogar die Führung ausbauen, durch diesen Treffer von Christian Bollerus, Spielstand 4:2 für Dragöss. Für die Gäste schaut's gut aus. Schiri Daniel Stoiber setzt sich energisch durch. Es gibt wieder Hoffnung für Laming. Nach Flankenball versenkt Patrick Bichler den Ball im Netz. Laming dran, Spielstand 3:4. Ein echter Torregen in diesem Derby. Laming drückt auf den Ausgleich. Eberdorfer hat was dagegen verhindert. Auf der Gegenseite nach Konter vergeben die Dragösser eine gute Möglichkeit. Aber darauf folgend klappt's wieder mit Dragöstor. Zenz trifft zum 5:3. Laming kommt nochmal rein auf 4:5 durch dieses Dani Bichler-Tor in Minute 91. Aber den Endstand, den setzen die Dragösser. Hannes Bollerus trifft zum 6:4 und das war's mit dem Match. Dragöss schlägt im Auswärtsspiel Laming St. Katharain mit 6:4. 10 Tore hat's da gegeben und 11 gelbe Karten. Da haben wir das richtige Match erwischt, oder? Die Stimmen zum Spiel? Ja, war das ein Derby. 6:4 hat Dragöster in der Laming gewonnen. Enttäuscht natürlich der Thorsten Bichler als Laming-Spieler. Warum so viele Tore, so viele Gegentore und warum die Niederlage? Ja, das zieht sich leider schon von Spiel zu Spiel. Wir kriegen einfach viel zu viele Gegentore. Es geht viel zu einfach. Es ist ein paar in die Schnittste und wir kriegen es. Und was auch noch ist, das Glück ist uns halt auch nicht halt. Nicht? Die Chancen haben wir vorne nicht rein. Hinten kriegen wir es und dann kannst du die spielerisch bessere Mannschaft sein oder auch nicht. Du verlierst die Spiele nicht. Ich habe gesehen, die Mannschaft hat ja sehr viel Potenzial, aber es klappt nicht mit den Punkten einfallen. Ja, ist richtig. Wenn ich die Einzelspieler anschaue, haben wir irrsinnig gute Spieler. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das, nochmal, die Defensive, das Arbeit, die Arbeit in die Defensive haut absolut nicht hin, muss man so sagen. Wir spielen super Chancen außer. Ja, aber es reicht nicht. Nach der Vorbereitung und nach dem Steirer Cup hat es so gut ausgeschaut für Laming. Da hat man Unterliga-Vereine rausgeworfen und jetzt steht man da mit 0 Punkte da nach 4 Runden. Ja, stimmt. Leider verkaufen wir uns unter unseren Wert. Wie du richtig sagst, wir haben Duell verdient geschlagen. Ja, und in der Meisterschaft mag es nicht klappen. Wir waren gegen Oberreich, haben wir verdient verloren. Ja, dann waren wir zwei Spiele die bessere Mannschaft. Heute mindestens ebenbürtig, auch vom zweiten Halbzeit klar am Drücker. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich möchte aber auch sagen, dass es sicher nicht an unserem Trainer liegt. Also der trägt da überhaupt keine Schuld, der darf den Kopf auch nicht hängen lassen. Und jetzt müssen wir punkten, also es gibt kein Pardon mehr. Also wir müssen anfangen zu punkten, sonst sind wir wieder unten. Ist doch ganz klar, muss man das sagen. Ja, ich bedanke mich, dass du dir nach der Niederlage gestellt hast. Ist ja nicht leicht. Alles Gute, es wird sicher wieder aufwärts gehen. Ja, hoffentlich. Es tut weh, aber vielleicht schöpfen wir was draus. Und wir werden schon unsere Punkte einfahren. Absteigen wollen wir nicht. Ja, Martin, für Dragöss natürlich heute da ein Jubeltag. 350 Zuseher, da eine Bombenstimmung und Derbysieger. Wie ist da das Gefühl? Nein, es ist ein bombiges Gefühl. Ich meine, es war ein erwartet schweres Spiel. Wir haben schon lange kein Derby gehabt. Darum sind auch beide Mannschaften immer für ein bisschen nervös ins Spiel gegangen. Wir haben ein bisschen lang gebraucht, bis wir reingekommen sind, aber haben es dann eigentlich so Bombe gebracht. Ja, und ausschlaggebend natürlich die starken Konter. Ja, ich sage, wir haben gesagt, ich meine, vorne abreißen brauchen wir nicht. Weil sonst kommt dann sehr uns aus. Jetzt haben wir gesagt, probieren wir es, legen wir es auch an und hat gefruchtet anscheinend. Wie ihr da hergefahren seid von Dragöss nach Laming, habt ihr da gerechnet mit einem Erfolgserlebnis? Ja, eigentlich schon. Ich meine, ein Derby will man immer gewinnen. Ich meine, wir haben gewusst, dass es schwer wird, aber eigentlich haben wir schon gehofft auf die 3 Punkte. Ja. Ja, und das sind die ersten 3 Punkte in der Herbstmeisterschaft. Jetzt soll es aufwärts gehen. Ja, genau. Ich hoffe, angeschrieben hätten wir. Jetzt schauen wir nächste Woche daheim, ob wir nachlegen können gegen Gusswerk. Aber jetzt feiern wir mal die 3 Punkte und genießen wir das.
Ja, und Dragös Gusswerk, das wird ja wieder ein Schlagerspiel, da wird es ja richtig rascheln. Ja, das haben wir eigentlich alle auch so, ja, und wir hoffen, dass wir es für uns entscheiden können.